Das Böse begrüßt euch herzlich zurück hier bei Elden Ring. Wir sind hier nach wie vor in Schloss Sturmschleier unterwegs und in der letzten Folge haben wir hier so ein bisschen was erkundet noch. Haben unter anderem den Zauberer Roger, ich weiß nicht genau, getroffen. Und haben uns auch um so ein komisches Ding gekümmert, das wir damals, als wir das Spiel gestartet haben, gesehen haben. Und, ja, ich bin jetzt aber hier noch nicht so ganz fertig. Ich möchte jetzt mich wieder in den Hof quasi rein. Wir haben auch diesen Shortcut unter anderem freigeschaltet. Ich bin jetzt sehr gespannt und hoffe inständig, dass dieses Vieh nicht wieder da ist. Nee, sieht gut aus. Scheint weg zu sein. So, hier hätten wir noch eine Möglichkeit, einen Steinschwertschlüssel zum Einsatz zu bringen. Ich muss jetzt erstmal wieder gucken, wo jetzt hier was war. Na, komm her hier. Oder ich sorge dafür, dich von hier anzugreifen. So, jetzt ist natürlich die Frage, was bringt mir das hier? Ich weiß es nicht so genau. Ja, Pfeile werden auch langsam knapp. Erstmal die Schützen ausschalten. Headshot. Da kam jetzt nicht noch einer nach, aber hier. Jetzt dichter. Mhm. Was sollte das denn? Ich weiß nicht so richtig, was es werden soll, wenn es fertig ist, aber ist okay.
Ich weiß nicht, wer er da hinten ist. Das macht mich ein bisschen unruhig. Okay. Wo kommen wir denn hier hin? Wo bin ich denn hier jetzt? Ich bin mir gerade schon wieder nicht sicher, was das hier werden soll, wenn es fertig ist. Hier ist auch schon wieder ein Weg. Feuersichere Trockenleber. Kann hier ja einfach noch einen hinsetzen. Da unten ist eine Schatztruhe auf jeden Fall, das sehe ich. Und mein Problem ist halt immer, dass ich nicht weiß, ob sich das lohnt. Und so unglaublich viele Steinschlüssel habe ich jetzt auch nicht. Bin ich vorsichtig. Okay. Der sieht auf jeden Fall sehr ungemütlich aus. Keine Lust, dass der mir irgendwie da noch in den Rücken fällt. Er weiß für sich aber auch noch nicht so richtig, wo sein Weg gerade langlaufen soll, oder? Das ist ein bisschen ungünstig.
konnte ich den denn übersehen? Da versuchst du zu verstecken, der kleine Arsch. Yes. Jetzt hab ich ihn aber. Guck, glaub ich, in diese Richtung mehr. Ist ja immer noch einer. Ich noch nicht. Ha. Kann ja fast nicht. Warum mache ich da keinen Backstep? Hier geht's. Und du? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zwar nicht mehr so viele Pfeile, aber sei es drum. Nice. Was ist da denn los? Okay. Bin echt verunsichert. Fit. Okay, hier geht's hoch. Holzgrußschild. Da ist ein Weg auf jeden Fall.
Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Gemälde da hinten. Ich habe echt Respekt vor dem, weil ich nicht weiß, wie krass der ist. Der sieht halt ein bisschen größer aus. Und wir wissen ja, dass die oftmals nicht ohne sind, diese Dudes. Ich weiß jetzt auch nicht, wann der triggert. Pilz. Ist eine Gnade. Die hole ich mir, glaube ich, erstmal. Einfach nur, um sie zu haben. Ich möchte nicht rasten unbedingt, aber... Kann den hier ziehen, den Hebel? Okay, das erstaunt mich jetzt. Und wo komme ich da jetzt hin? Wo bin ich denn hier jetzt gelandet zur Hölle? Bin ich? Also, ja, in Sturmschleier, das ist mir soweit klar, aber... Da ist Loot. Oh, was? Das sind Gegner? Oh fuck. Ich höre hier aber schon wieder irgendwie so ein komisches Schimmern. Aber das ist nicht Alexander, oder? Aber der wollte hier eigentlich auch gar nicht hin. Mami, Papi, was auch immer kommt. What? Scherbe eines lebenden Gefäßes und roher Fleischklops. Mm.
Ich möchte die eigentlich gar nicht. Oh Gott, nee. Ich dachte, es ist noch aus, weil das so dunkel ist hier. Gesprungener Topf. Und noch ein gesprungener Topf. Ja, okay. Macht natürlich irgendwie Sinn, dass das von diesen Genossen hier bewacht wird. Ah. Da unten ist eine Gnade. Sturmrufer, okay. Dann renne ich jetzt erstmal dazu der Gnade hin. Wo bin ich jetzt? Abgelegene Zelle. Okay. Oh. Oh. Bossfight. Den weg. So. Au, au, tat mehr weh als gedacht. Leg dich hin, leg dich hin, leg dich hin, hallo. Hä? Mist, aber mein Timing kacke. Das würde aufstehen, heute noch. Ich heile mich mal lieber einmal, sicher ist, ich habe keinen Bock zu sterben, nur weil ich zu faul war zum Heilen. Ich kann mir nicht helfen, der wirkt irgendwie ein bisschen krasser als seine Kumpels, die ich bis jetzt bekämpft habe. Bisschen. Okay. Was für Geräusche? What?
Alter. Ich muss einmal kurz. Danke. Warum lebt das Mistvieh noch? Geht doch. Oh, eine goldene Saat. Danke. War das gerade der Patches-Kick oder was? Be proud. You were a fine warrior. Your only mistake was your choice of master. Let the winds lift you to a higher place. Hallo. Well, who do we have here? Tarnished, are you? Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu, tarnished and warrior like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run foul with his deeds. I'm certain father would permit me aid the fight. Apologies, but I've idled long enough. As fellow tarnished, we must each follow our own guidance. Down whatever road takes us to the throne of Elden Lord. Apologies, as fellow tarn- down whatever ro- Okay. Ich möchte Godric aber eigentlich gerne alleine bekämpfen, wenn ich darf. Die sind ja ungemütlich, die Boys. Eine richtig ekelhafte Sorte. Meine Fresse, entspann dich. Pissvieh. Wie riesig dieses Gebiet hier einfach ist. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt quasi hier weiter einfach nur. Wo ist dieses Vieh? Da unten. Warte mal, da ist jetzt noch irgendwas anderes daneben. Ist das ein Hund? Da hinten ist noch. Ich hatte die Hoffnung, ich kann vielleicht auf so ein Ding ganz hier rauf. Erst muss der Hund weg. Alles andere ist nicht zielführend in meinen Augen. Meine Heilressourcen eigentlich so oder so nicht.
Ich habe hier gerade den High Ground. Das ist sehr, sehr gut. Schlechtes hingegen. Meine Ressourcensituation. Wer ist er? Was will er? Ah nee, das ist scheiße. Wenn er da dann hingeht, dann kommt er ja auch hier hoch. I don't want that. Natürlich. Ich hasse das so sehr. Die falsche Richtung, mein Freund. Kannst du nicht wieder in deinen Bau laufen? Jetzt rechts runter so? Ja. Lange machbar. Tun. Okay. Ich muss mir dringend neue Pfeile besorgen. Okay. Na, was ist hier mit dir? Gott, nicht übermütig werden hier. Ja, das hilft ja dann am Ende auch keinem. Mist. Denkst du wirklich, das hilft dir was? Holy shit. So, das habe ich. Das habe ich auch. So, das geht wahrscheinlich von der anderen Seite nur. Ja, natürlich. Ist jetzt aber auch nicht so genau. Ach ja. Kann ich was machen? Sieht so merkwürdig aus irgendwie.
Ah ja, genau hier. Das ist also wirklich so ein Gemälde. Gemäldeprophezeiung. Aha. War so richtig den Nutzen davon verstanden, habe ich bis jetzt aber trotzdem nicht, auch wenn ich den Spot quasi von dem ersten gefunden hatte. War ich da schon? Ja, ne? Achso, ja, okay. Bin immer noch am Überlegen, ob ich da jetzt irgendwie mal was investieren. Hä? Achso, hier war ich noch nicht oben. Ob ich da mal was investieren soll. Also so einen Steinschwertschlüssel irgendwie mal reinknallen. Brandpfeile. Sexy. Bolzen. Okay, das war dieser Weg. Das erstmal alles wieder in den Kopf rufen, wie hier was, wo und überhaupt, weil man hier so unfassbar viele Wege hat, dass man bestimmt sowieso noch die Hälfte übersieht. Okay, aber ich habe quasi zwei NPCs hier gefunden. Das ist schon mal gut, denke ich. Ob mir die jetzt wirklich essentiell irgendwie weiterhelfen, das weiß ich nicht. Problem ist halt, wenn ich jetzt raste, sind alle Gegner auch wieder da. Deswegen sehe ich gerade noch davon ab, das zu tun. Auch wenn das prinzipiell eigentlich besser wäre. So, ja. Die habe ich auch kaputt gemacht. Wie komme ich denn da hinten eigentlich hin? Einfach hinlaufen. Nochmal 8 Kukris. Okay. Kann ich mir noch als Backup benutzen und meine Wurfmesser mal nicht mehr zur Verfügung stehen? Bringt mich das hier irgendwo hin? Ja. Aber inwieweit hilft mir das jetzt? Wo bin ich hier jetzt? Irgendwas versteckt oder so. Bis jetzt mal nicht. Oh. Nochmal Schmiedestein. Hier war ich auch noch nicht, Alter. Es hört und hört und hört nicht auf hier. Es ist halt so krass. Was für ein unfassbar großer Dungeon das hier ist.
ist das denn da? Wo kann ich denn nicht mehr anvisieren? Das ist beschissen. Jetzt. Ich weiß noch nicht so genau, was das hier mal werden soll, wenn es fertig ist, aber sei es drum. Was ist denn da unten? Das sind auch noch mal Minimum zwei rum. Wer meint, da sitzt auch noch einer. Gott. Bollwerk, Sturmschild. Klingt cool. Auch wenn ich ehrlicherweise nicht glaube, dass ich das jemals zum Einsatz bringen werde, aber nun, haben ist ja bekanntlich besser als brauchen. Was ihr sucht, ist gewiss ganz in der Nähe. Das ist doch Roger, oder nicht? Ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher, ob das, was ich hier gerade mache, wirklich smart ist. Ich würde fast sagen, nein. Aber gucken wir mal. Ich habe so viele Runen gerade. Und so wenig Ressourcen noch. Hallo? Nice.
Regenbogensteine. Da vorne ist auch noch Loot. Da unten. Ey. Oh, warte mal. Welcher bin ich gerade? Ich glaube, das mache ich jetzt hier einmal. Auch wenn dann alles wieder resettet ist. Stufenaufstieg. Oh ja, bitte. Mehr Schaden ist prinzipiell, glaube ich, nicht so verkehrt. Ja, meine Ressourcen sind halt langsam, aber sicher nicht mehr so geil. Ich glaube, ich nutze die Gunst der Stunde und gehe einmal fix einkaufen bei Calais. Ich möchte auf jeden Fall noch Pfeile wieder haben. Ich glaube, dafür ist es mal wieder an der Zeit, ein paar Runen zu fressen. Nee, nicht alle, um Gottes Willen. Aber so 10. Ah, always a plan. Okay. So, jetzt habe ich mir erstmal wieder ordentlich Pfeile geholt. Jetzt noch ein paar Wurfmesser. Was wäre denn eigentlich damit? Okay, klappt auch. Was nochmal? So. Goodbye. Okay. Danke. So, jetzt geht's wieder. Wo war ich jetzt? Hier. Dahin? Jetzt habe ich mir ja hier quasi diesen Seitengang geöffnet. Das da, glaube ich. Ja. Ich glaube schon. Es ist einfach so faszinierend, wie groß das hier alles ist und was man hier alles... Da ist irgendwas. Das ist eine Fledermaus. Perfekt. Ist das da? Weiß ich nicht, kann ich nicht erkennen. Direkt hier drunter ist auch noch eine. Ich weiß aber, wo ich bin. Das hatte ich von der anderen Seite da drüben irgendwo gesehen. Dachte mir nur so, what the fuck? Ich glaube, das ist auch noch eine. Ich bin mir aber nicht sicher. So.
Adamblatt. Ich verstehe nicht, warum das immer so als so special irgendwie dargestellt wird. Ist das so ein krass special Ding irgendwie? Wie weitläufig diese ganzen Sachen hier sind. Unglaublich. Da unten generell auch noch weiter? Offensichtlich, da ist Loot. Okay, crazy. Wo zur Hölle? Bin ich hier? Ich sehe da unten Ratten ohne Ende. Das ist auf jeden Fall mehr als eine. Mindestens drei Ratten. Wow. Alter, den Schädel quasi aufgespießt. Wow. Okay. Was? Das ist jetzt aber Bullshit, my friend. Ich höre schon wieder irgendwie so ein... Was ist das? Ach, das ist eine Riesenratte. Genauso ekelhaft wie eh und je. Ich sehe den Looter. Okay, das ist... Obwohl, das ist... Grollruf. What? Giftblüte dreimal. Auch nicht schlecht.
Aber mehr gibt's hier jetzt nicht, oder wie? Das macht mich ein bisschen... unsicher, wenn ich ehrlich bin. But well. Was zum Henker bist du? Au. Au. Juhu. Was machst du da? Ii. Mach mal nicht. Was ist das überhaupt? Ich wollte gerade ausweichen, aber leider war ich... ein wenig zu langsam. Oh Gott, nein. Ich bin hier irgendwie stuck gerade. Kann ich mal bitte weg? Ich sehe nichts. Das ist zum Kotzen. Heilung, bitte, schnell. Ich möchte mich nochmal heilen, bitte. Mega. Ich sehe nichts. Heilen, danke. Es ist zum Kotzen. Du siehst nicht, was du tust. Du siehst nicht, was er macht. Also nicht heilt er sich jetzt die ganze Zeit? Oder was wird das, wenn es fertig ist? Okay, ich war immer noch in der Range drin, leider. Ja, ich glaube, das wird hier nichts. Aber ist nicht so schlimm. Ich weiß ja zumindest jetzt, dass es das hier gibt. Auch, wie gesagt, was auch immer er hier sein möchte, wenn er groß ist. Warum reagiert mein Charakter eigentlich nicht, wenn ich ihm sage, please, du bist? Ja, aber ich habe keine Heilung mehr. Das Thema hat sich dann auch erledigt, I guess. Man sieht das teilweise halt so scheiße, was er macht jetzt. Ja, keine Ahnung, du siehst doch nichts. Ich wollte gerade rollen, aber mein Charakter hat beschlossen, nö, wir rollen einfach nicht. Ich bin mir nicht sicher, was das für ein ekelhaftes Ding ist. Dadurch. Ich weiß halt jetzt nicht, ob die ganzen
diese ollen Fledermäuse hier triggern oder nicht? Oder wie oder was? Ich möchte halt eigentlich schon gerne wissen, was das für ein Ding ist, aber es war jetzt auch mal kein Boss direkt. Wahrscheinlich so als Mini-Boss deklariert oder so, aber der haut ja schon gut rein, sag ich mal vorsichtig. Ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert, dass die sich hier einfach durch den Boden durchglitschen, aber hey, was soll's. So, wo ging es jetzt hier weiter? Hier. Ja, dass hier irgendwas kommt, war mir auch klar, aber dass es dann so ein Ding ist. Schon wieder Delayed Attacks übrigens. Zum Kotzen. Was? In welchem Jahrtausend hast du mich denn damit getroffen, bitte? Wie hab ich da gerade nicht getroffen? Nee, nichts. Ich bin festgebackt. Mal wieder. Oh. Das ist neu, das kannte ich noch nicht. Oh Mann. Der hat aber auch beschissene Bewegungen drauf, Junge. Zu früh gerollt. Arg.
Das hat keinen Mehrwert gerade, glaube ich. Oh nein. Ja, das war hervorragend. Was denn? Es ist zum Kotzen. Ich treffe ihn halt nicht, obwohl ich quasi eigentlich genau innen drin stehe. Ich weiß nicht, ob der sich wie heilt oder so. Ja, natürlich. Kein Problem, du. Wirklich. Oh nein. Zu spät gesehen, dass er jetzt seine AOE zünden will. Ich kann versuchen, komplett durchzurennen. Weiß aber nicht, ob das so viel hilft. Huch, nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte da lang. Ist es das, was diese Nachricht mir sagen wollte, wo ich hin soll? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, hier so durchzurennen. Das war auf jeden Fall schon mal super. Nein, renn darüber. Danke. Natürlich. Irgendwie habe ich weniger Runen. Kann das sein? Kann das sein? Boah. Die Range auch von dem Scheiß, ne? Ich verstehe es nicht. How the fuck? Was ist das überhaupt? Ich bin gerollt gerade. Nee, ich krieg das Timing nicht raus bei dem. Ja, natürlich stand ich noch drin. Warum denn auch nicht? Ganz klar. Ey, du, kein Problem, wirklich. Easy.
habe ich nicht kommen sehen. Ich bin doch gerollt! Ah, ich bin tot, glaube ich. Noch nicht, aber gleich. Du siehst nicht, wo der Charakter ist. Perfekt, einfach. Warum rollst du nicht, wenn ich dir sage, Wunibald? Schon wieder. Er rollt einfach nicht, wenn ich ihm sage. Es ist ihm egal. Ich stehe in dem Gegner drin oder so. Nice! Okay, das habe ich nicht erwartet. Steintürschlüssel. Sehr schön. Oh, holy fuck, ey. Ich habe jetzt auch keinerlei Heilressourcen mehr. Bin quasi dem Tode geweiht. Das ist nicht so gut. Hier ist eine Leiter, sehr gut. Was ist hier so los? Geschwür des Todesprinzen. Okay. Das hier sieht auch irgendwie, also, ja, vorm schönen Nasenlöcher, da kann ich bis nach Timbuktu zurückgucken, perfekt. Okay. Crazy shit hier. Aber das Gute ist, ich müsste jetzt eigentlich nochmal eine neue Aufladung für meine Flaschen dadurch zusammenbekommen haben, oder? Gucken, ob hier noch mehr Loot liegt. Holy shit, ey. Das ist auch wieder so der Klassiker, ne? Es ist auch gar nicht so übertrieben hart gewesen. Aber schwer genug, um einen durchaus vor eine gewisse Herausforderung zu stellen. Okay. Also das hier sieht wirklich, also, ich glaube, der hatte schon mal bessere Zeiten. Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte mich jetzt natürlich auch einfach porten. Aber so richtig weiß ich nicht, ob ich das jetzt möchte. Wo werde ich jetzt rauskommen, wenn ich diese extrem lange Leiter hier jetzt nach oben klettere? Bin sehr gespannt. Holy shit, hat diese Leiter eigentlich auch mal ein Ende? Ja, hier. Okay, wo bin ich? Ah. Ja, Tatsache. Ja, komm, scheiß drauf, ich habe jetzt... Ja. Danke, dann kann ich... Hä?
Genau, ich wollte den nicht wegnehmen hier. Oh shit. Oh shit. Help. Das muss ich einmal kurz, ne? Gleich. Damit ich es nicht vergesse, mache ich das auch in dieser Folge noch. Immer Flaschen. Ja. Perfekt. Stufenaufstieg geht nicht, ne? Nee, dafür ist es noch zu wenig. Trotzdem, einmal kurz die Ressourcen wieder aufgefüllt. War das hier? Ja. Sehr schön, sehr schön. Holzschild mit Falkenwappen. Misericordia oder so. Eisernes Schleifmesser. Okay. Ah. Das ist hier. Ich verstehe. Nee, aber das war noch eine andere. Okay. Gut. Das reicht dann jetzt aber auch für diese Folge, würde ich behaupten. Für den Bossfight ist es jetzt dann doch ein bisschen spät. Und Items lesen tue ich jetzt in diesem Moment auch nicht. Das hole ich wahrscheinlich in der kommenden Folge am Anfang nach. Mal schauen. Okay, also das hier fehlt mir nach wie vor noch. Ist auch interessant irgendwie. Vorher fährt mit Cordel. Ja, ob sich das jetzt gelohnt hat, darüber lässt sich mal wieder streiten. Aber nun. Damit ich mich jetzt hier nicht komplett zum Löffel mache. Wallturm. Und dann, ja, muss ich mal überlegen, wie wir jetzt hier konkret weitermachen. Aber für diesen Part, der ist jetzt ja schon mit Überlänge gespickt, war es das erstmal. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss!